So, dann wollen wir mal gucken. Verdammt, ich hab gesagt. Ich hab gedacht, das Timing passt. Es war sehr knapp. So in der Art hätte ich es gerne, ja, dass man dann so auf Dieter wieder draufspringen kann und dann einmal wartet sozusagen und dann kann man weiterlaufen, weil sonst müsste ich das so hoch machen, den Cooldown, dass es nicht klappt. Egal. So. Und dann haben wir das nämlich so gemacht, Tatsache, dass es passt. Tipptopp. Ich muss mal ein gutes Timing haben, das ist gar nicht so einfach. Jetzt kommen sie, jetzt. Boah, nicht gut, nicht so der hier ist ein bisschen weit weg. Das war eben mein Verhängnis. Deswegen machen wir das mal wieder vernünftig. So. Also bis zu dem ersten Bouncepad kommt man auf jeden Fall. Und von denen muss man es halt geil, also muss man einfach gutes Timing haben, ne?
war zum Beispiel kein gutes Timing. Das auch nicht. Kann man das besser timen, wenn man nicht so hoch bounced? Viel besser kann man das timen, wenn man nicht so hoch bounced. Ja, war das mal ruhig so. Das passt schon. Damit bin ich zufrieden. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommt der letzte Checkpoint. So in diese Richtung. Und dann kommt hier irgendwo das Ziel hin. Und dann haben wir, denke ich, einen ganz coolen Parcours. Dennoch möchte ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, einmal die Macht des mir Gegebenen zu nutzen, hier eine Plattform hinzusetzen. Mir die Treppe einmal von oben anzugucken. Das ist doch cool so. Ja, das passt doch genauso, so soll es sein. Ist doch gut. Da sind immer ein paar da, ein paar nicht da. Und das passt doch super. Guck mal eine an. Und jetzt bin ich so nett und gebe hier noch eine halbe Sekunde oben drauf. Weil ich glaube, dann passt es perfekt. Jetzt habe ich die Plattform gelöscht. Ich wollte mir das doch gleich nochmal von oben angucken, wenn ich hier überall nochmal 4,5 Sekunden, also nochmal nur eine halbe Sekunde drauf packe. Dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit für den Wechsel. Es ist nicht übertrieben schwer. Aber es hat schon eine gewisse Schwierigkeit. Ich taufe das Hindernis Himmelstreppe. Wie gut das doch passt, der Name, ne? So, wir nehmen wieder hier. Wo ist mein Mauszeiger? Hallo, Mauszeiger. Wir nehmen wieder hier ein. Dann wollen wir uns die Himmelstreppe nochmal ganz in Ruhe von oben angucken. Deswegen, das finde ich auch. Ja, das stimmt allerdings. Weil jetzt müsste nämlich das
Zack, und jetzt fängt es wieder oben an. Nee, nicht ganz. Passt, also ist auch gut. So finde ich es nicht besser, weil so ist ein bisschen mehr, so ist es länger leer. Das finde ich gut so. Diese Plattform löschen. Das ganze Ding erstmal speichern. Dann ist nämlich erstmal das Ganze gesaved. Ja, jetzt geht's daran, kleine süße Wolken zu platzieren. Die das ganze Ding hier noch begleiten, denn die sind ja auch zentrale, spielen auch eine zentrale Rolle hier in dem ganzen Level hier, die Wolken. Dann wäre es natürlich doof, wenn wir die jetzt hier weglassen würden. Überall sind sie, nur hier sind sie nicht. Könnte man auch einfach machen, dass man unter den Wolken da drunter durchgeht. Das ist natürlich auch eine Idee, ne? Nee, ich wollte eigentlich die andere Achse benutzen, diese hier. Nee, das war schon so okay. Muss ja auch nicht immer alles tip-top aussehen. No, you know what I mean? Yes, of course. Ja, nee, das soll mal ruhig eine normale mittlere jetzt sein. Wir können hier ruhig auch ein paar Wolken drüber platzieren, natürlich. Es muss nicht immer nur Wolken geben, die am Rand so ein bisschen Dekos gibt es natürlich auch überall hier wieder, ne? Also hier ist natürlich. Das Wolkenthema ganz groß. War ja jetzt aber auch bei der Map hier jetzt nicht anders zu erwarten, dass hier die Wolken noch mal ein bisschen präsenter sind auf allen Ebenen.
Mal gucken, wie das aussieht. Erstmal gucken, wie das aussieht. Nicht, dass das jetzt hier, wenn man hier steht, total. Die Wolke sieht so ein bisschen aus, als wenn sie abstürzt. Ja, genau das meine ich nämlich. Das möchte ich natürlich verhindern. Während die Wolke wahrscheinlich gekippt besser aussieht, weil man sie dann ein bisschen besser sieht. Einfach. Joa. Oh, die Treppe, das ist doch so weit bis nach unten. Ich kenne auf jeden Fall noch mal eine große Wolke. Geht das nicht? Das ist sehr. Also, was ist das hier für eine Hitbox? Da war gerade grün. Ich finde das wieder.
Kleine Wolken, weil wir haben sonst so viele große Wolken. Die müssen wir ja nicht immer. Wir müssen die großen ja nicht. Müssen wir nicht nur große Wolken benutzen, sondern wir können auch noch hier so ein paar kleine benutzen, ja, und die verschieden ausrichten. Nein, nein. Was ist denn das Blaue nochmal? A und D. Nein. Nein. Ja. So, nicht schön, aber selten. Suche gerade nach einem Ort, wo man rein theoretisch gutes. Weil es wird hier einen Thumbnail geben müssen. So wie in jedem Level. Ich glaube, so ist das ganz okay. Wenn wir das erstmal so abspeichern. Ja, das sieht ganz gut aus. Das passt schon. Das beschreibt das Level ganz gut. So. Der letzte Abschnitt. Weiß ich noch nicht. Ich würde gerne diese Dinger nochmal benutzen, irgendwie zum. Nicht nach oben, sondern dass sie einen vielleicht irgendwie runterschmeißen wollen oder so. Man könnte vielleicht so eine Art Regenbogenpfad machen, irgendwie. Über den man lang läuft und dann kommt von links und rechts so Stoßdinger, aber ich weiß ja nicht, wie ich das umsetzen möchte. Also dass man praktisch über den Regenbogen am Ende ins Ziel läuft.